Ja, jetzt passt es glaube ich wieder besser. Das ist ein bisschen. Ja, das ist blöd halt mit der Höhenplaylist dann am Tag hier rum. Oder na gut, es ist Nacht, aber egal. Und übrigens, ich habe falsch gebaut, sehe ich gerade. Wie soll es auch anders sein? So. Falsch gebaut? Nee, richtig gebaut. Was ist denn hier los? Genau, so war's. Genau. Ups, eh war das jetzt. Dann können wir hier dieses Zäunchen setzen. Sieht vielleicht nicht ganz so hübsch aus. Das sehe ich selber. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wir bauen mal die Nacht durch. Das ist ja auch mal so kleine Premiere. Ist ja eigentlich selten. Sieht das jetzt noch scheißer aus? Scheißer vor allem? Oder sieht das jetzt besser aus? Ich weiß gar nicht. Ja, eher nicht so, ne? Nee, ich lass das mal. Wow, wo fliegen denn die hin? Au. Ich fühle mich beschossen. Und jetzt haben wir einen kleinen Abstieg. Geht vielleicht, denke ich, so gerade so. So als, ne? Geht schon, denke ich. Kann man so anbieten, hoffe ich. So, und jetzt bauen wir noch mehr solche Dinger. Wir machen jetzt einfach den Rand auch noch mit den Teilen. Mal gucken, wie es aussieht. Wenn nicht, dann. Ach, die verbauen wir schon irgendwann, wenn wir sie nicht brauchen oder wenn wir sie wieder abreißen. Ist zwar nicht so schön für die Aussicht, aber was soll's. So, jetzt haben wir 64 und 30. Das reicht niemals. Huch, fängt ja gut an. Ich darf auf jeden Fall nicht runterfallen. So. Boah, das ist auch so eine Scheißaufgabe hier, diese Zacken mitzunehmen. Seid froh, dass ihr das in Spanisch macht. Ja, ich mach's vielleicht gerade umständlicher als sonst, aber das ist beim Let's Play so. Das ist immer bei irgendeinem Let's Play so. Weil, ja, du musst halt latschen und halt das irgendwie hinbiegen. Ja, so. So nicht. So. Boah, ich würde gerne Level 30 machen und Bücherregal und so alles, ne? Und so. Ja, das wäre schon toll. Aber geht gerade nicht so. So, jetzt haben wir das geschlossen. Und wir können nicht drüber springen. Hey, das waren genau 64. Geil. Theoretisch könnten wir hier noch so einen kleinen Thron machen oder sowas. So einen kleinen Opferdingens. Oder irgendwas ähnliches. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Da lasse ich mir später mal was einfallen. Ja, vor allem kommt mir jetzt nur noch hier runter, wenn man hier hoch geht. In den Glas, das passt auch nicht so richtig. Aber ich will die Aussicht nicht kaputt machen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das will ich eigentlich behalten. Ja, das ist dann irgendwie blöd. Hallo? Ach, Slabs haben wir auch. Siehst du? Wollte ich doch verbauen. Wollte ich ja hier noch so Slabbies machen. Oh. Oh, fuck. Nein! Du Bastard! Stirb! Alter, wo kommt der denn her? Bestimmt von hier. Hier sieht es etwas dunkler aus. Scheiße. Hier röchelt irgendwie alles. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin da nicht sehr erfreut drüber, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Könnte auch sein, dass sie durch den Eingang reingehen. Ah, siehst du? Zombie, Zombie, Zombie. Also auf jeden Fall brauchen wir hier noch eine Tür. Okay, ich habe noch Leben. Jetzt stirb, du Scheißvieh, du Blödes. So. Cobblestone haben wir auch nicht mal viel. Scheiße. Noch jemand da eigentlich? Nee. Ich wollte hier eigentlich das hier machen, aber das geht jetzt nicht mehr. Schade. Schade. Machen wir es so. Und dann so. Halt. Scheiße. Ach so. Ich weiß immer nicht, wie die sich abbauen, wenn du jetzt. Na, du setzt hier ein Slab. Und jetzt setzt du oben drauf jetzt. Und dann baust du ab. Dann geht er einfach so weg, ne? So. Ich dachte, es geht eigentlich. Schade. Naja, wir können ja dann hier so. Ja, jedenfalls baust du den Slab dorthin. Und wenn der oben ist, dann baust du den ganzen Block ab. Und wenn der unten ist, nett. Kapiere ich manchmal nicht.
Boah, ich denke mal, wenn das Grünes da ist, dass da ein Küber ist oder irgendwas. Und Grün ist zufälligerweise ja Dschungel und so. Das ist alles von nervvoll, ich weiß selber. Fackel hier sieht auch scheiße aus. Fackel dort sieht besser aus, aber immer noch scheiße. Was soll's? Ja, hier können wir auf jeden Fall noch Terrasse bauen und bla. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir hier hochkommen überall noch. Die Fackeln, die müssten wir auch noch richtig anbringen hier. Übrigens, ich bin sehr froh, dass die letzte Showwelt draußen ist und dass die, ich weiß nicht, 2 Kommentare, 5 Daumen hoch und so. Bin ich schon zufrieden, reicht mir schon eigentlich. Danke auf jeden Fall für die, die sie positiv bewertet haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und ja, das war halt echt ein bisschen viel, ne? Das war irgendwie sehr groß und sehr... Ich weiß, es gibt viele Burgen, die besser aussehen, wenn du jetzt in YouTube eingibst, hier, was weiß ich, Burg, Schloss, irgendwas, oder Englisch dann halt, oder was weiß ich, also, ne, Englisch, Burg, Schloss, irgendwas, bla, dann gibt's da viel, viel bessere, viel, viel größere oder viel schönere, das weiß ich selber, aber man muss halt dann sagen, die sind im Creative Mode meistens gebaut, oder fast alle, sage ich mal, die sind echt alle im Creative Mode gebaut, oder fast alle, wie auch immer, und das ist halt der kleine Unterschied, wenn du das im Survival baust, kannst du da nicht so schön bauen, sage ich mal, es, wie gesagt, es ist nicht die schönste, die Türme sind so hoch, weil ja früher Aussicht und so, ne, das war mir halt wichtig und deswegen habe ich die Türme so hoch gebaut und ja, wer es nicht versteht, der spielt halt kein Minecraft wahrscheinlich im Survival-Modus, ne. Ich weiß, dass sie viel zu hoch sind, aber ich wollte sie auch nicht abtragen. Ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich wollte sie einfach nicht nochmal abtragen, weil es halt einfach so gebaut wurde und so gedacht wurde, damit man halt die ganze Burg mal von oben sieht, von diesen Aussichtstürmen, sage ich mal. Das sind ja in dem Sinne Aussichtstürme. Ja, übrigens, 3 hohe Fackeln sind besser als 2 hohe Fackeln. Sorry an dieser Stelle. Ja, und... Wollte schon mal loswerden, halt, warum müssen die hier, die müssen eigentlich hier hin, genau. Boah, hier ist ja gar nichts ausgefackelt, theoretisch ist ja alles nur, ja, das war rudimentäre Befackelung, ne? Irgendwie so war das ja. Die kommt dann dahin, die kommt dann dorthin, übrigens, da hat 2 Licht, ja, habe ich schon gesagt, ach so, habe ich schon gesagt, ja, okay, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht mehr, ich bin ja so blöd, weißt du. Dann theoretisch noch hier eine Fackel dahin und eine Fackel dorthin und die Fackel kommt weg. 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 Ich bin wieder allein und dahin. Auch so ein geiles Lied. Ja. So, jetzt haben wir das. Hier sieht es noch ein bisschen schäbisch aus, aber das wird noch alles. Glaub mir, das wird noch alles werden. Der Tempel sieht auch von außen ein bisschen komisch aus, aber das wird auch noch werden, wenn wir noch ein paar Bäume hinpflanzen und so. Dann verschwindet er langsam. Achso, ich wollte ja hier so ein Ding bauen. Ich überlege gerade. Ja, wir können eigentlich mal wieder zu Luna gehen. Guck, sie ist so, sie ruft uns schon. Luna, wo bist du? Luna, Luna, Papa ist wieder da. Wo denn? Hä? Bin ich blöd? Luna? Wo ist Luna hin? Boah, hier ist auch dunkel. Boah, wenn hier was spawnt. Level 9, toll. Wir brauchen auf jeden Fall Leder. Ah, ja, toll. Ach, Manu. Mann. Ich wollte mich gerade wieder kratzen und greife voll gegen das Mikro. Wo ist Luna? Sie maugt ja. Luna ist weg. Seeds haben wir hier. Dann nochmal hinab. Der Tisch will hier auch noch, ne? Ja, wo bist du denn? Bin ich blind oder bin ich blöd? Wo denn? Hä? Wo ist Luna? Suchbild, wo ist Luna? Das ist mir jetzt etwas zu hoch, habe ich... Oder ist die unten? Nee. Hä? Wie jetzt? Ist jetzt hier unten oder? Hier ist auch irgendwie dunkel, ne?
Nein, ist sie nicht. Hä? Okay, ich glaube, ich lasse es die Katze so suchen. Das hat irgendwie keinen Zweck gerade. Vielleicht ist auch ein Bug, dass die halt da ist und aber doch weg, weißt du? Hier war die doch immer, ne? Das war doch ihr Platz. Finde ich jetzt sehr seltsam. Auf jeden Fall sieht der Schlachtplan so aus. Wir werden jetzt keine Fackel dorthin setzen. Wir werden jetzt... Boah, das ärgert mich mit dieser Diamantspitzhacke, aber ist egal. Wir werden jetzt... Ich kann auch noch mehr wir werden jetzt sagen, aber... Naja, wir werden jetzt erstmal das Zeug reinlegen, genau. So. Ach so, wir haben ja auch noch das Lagerhaus, ne? Naja. Machen wir so, genau. Dann tun wir das. Das geht alles nicht rein, scheiße. Das geht rein und... Ja, den Flint. Komm, den Flint auf den Flint, scheißen wir mal. Da tun wir die Mustdoms rein und dann tun wir einfach mal die zwei Stickies nehmen, da können wir noch ein bisschen Dingens machen. Dann können wir noch die 64 Kohle da rein tun. Oder auch nicht. Warte mal, ich mache erstmal ein paar Stickies. Weil wegen Fackel und so, ne? Ist scheiße. Was mache ich denn? Ich Idiot. Ihr habt euch bestimmt auch gerade gefragt, was ich da mache. Ich weiß es selber nicht. So, jetzt haben wir ein paar Fackeln. Dann können wir die Kohle zusammenstecken. Dann können wir die Kohle reinlegen. Dann das Holz, das behalten wir natürlich. Ein Teil davon. Den Flint brauchen wir nicht. Die Slabs brauchen wir theoretisch auch nicht. Da könnten wir theoretisch das hier wegwerfen. Dann könnten wir theoretisch... nichts wegwerfen, ne? Eigentlich brauchen wir hier alles. Ja, toll. Naja, gut, die drei Stufen nach, was soll's? Ach, ja, wir haben auch noch ein Lagerhaus da unten. Aber ich will jetzt einfach mal Leder sammeln. So sieht eigentlich der Plan aus. Aber erstmal müssen wir die andere Maschine nochmal anschmeißen. Ist ja fast alles reif. Naja, fast alles, egal, wir schmeißen einfach erstmal die andere Maschine an, genau. Und zack, das wird alles noch hier ausgebaut, das ist keine Sorge, weißt du, zwischen der nächsten Aufnahme, übernächsten Aufnahme, irgendwann wird's gemacht. Keine Sorge. Ich wollte ja eigentlich nur die Seeds einsammeln. Boah, das sieht so chemisch aus mit dieser anderen Maschine eigentlich, mit Holz. Meine andere Maschine mit bei der Let's Show Welt hat mir viel besser gefallen mit den Koppels und so. Ja, aber ich wollte halt nicht wieder mit Cobblestone aus. Jeder macht aus Cobblestone den Rand und alles und ich wollte jetzt einfach mal aus Holz das bauen. So sieht es ja eigentlich aus. Und übrigens, leider brauchen wir hier gar nicht. Das sehe ich selber. Naja. Naja. Kaya, kennt ihr den? Da ist er auch cool. Ja, ich sag schon wieder viel zu oft M und auf jeden Fall und dies und das. Ich habe immer solche Wortwiederholungen. Ich weiß nicht, ob sie schon wussten. Aber es ist so. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist halt einfach so. Ich bin einfach nicht so der Redner eigentlich. Ich habe immer, sag immer dasselbe und doch immer wieder was anderes. Und ja. Haben wir seine Fackel gesetzt? Natürlich. Obwohl. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? So, und jetzt hinab. Wir haben schon 19 Weizen. Waren ja noch gar nicht im Feld richtig. Dann. Das brauchen wir erstmal nicht. Ist egal. Wir machen es einfach mal so. Und da kommt das letzte Gezuppel angezuppelt. Kommt, zuppel. Zup. Los. So, danke. So, jetzt schnell das Feld bestellen und dann pennen gehen. Also ich hoffe mal, dass mit der Nacht passt dann. Also dass gerade Nacht ist, wenn wir das Feld fertig haben. Da fehlt noch eine Leiter, Schweiß. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch eine Leiter. Und ja, wenn da Nacht ist, können wir dann pennen. Und dann gehen wir in das Grasland abermals. Und machen dort einfach mal einen wunderschönen Kuhzähmungsversuch. Wir können theoretisch da auch Zäune mitnehmen, ne? Ich hoffe, dass es nicht gleich Nacht wird, wenn wir das Feld fertig haben. Okay, es wird Nacht, wenn wir das Feld fertig haben. Scheiße. Ich wollte dann auf jeden Fall noch Zäune mitnehmen, damit wir die notfalls einfangen können. Damit die dann uns nicht gleich wieder entfleuchen, die Mumis. Mumu, ich bin eine dumme Kuh. So. Es
Jetzt haben wir das. Dustin! Dustin Bieber. Ja, ich weiß, das heißt Justin. Aber ist egal. So. Ist auch so Mainstream, ne? Bieber zu hassen oder wie auch immer. Naja, was soll's.